Stefan Ulica werden wir umlegen. Wir bekommen sonst den Markt hier nicht in den Griff. Ihrem Bruder wird bei der Aktion nichts passieren. Herr Nolles Bruder fährt die Touren für Ulica. Das ist die eine Sache. Die andere Sache betrifft den Mann auf dem Bildschirm. Seid ihr soweit? Da alle bis auf unseren Freund Nolle nicht von hier sind, habe ich Dottore gebeten, diesen Film herstellen zu lassen. Köster, Hauptkommissar, Mordezernat. Wir haben ihn mir vor 27 Jahren 8 Jahre bei ihm abgeholt. Ich kenne ihn also. Aber das hier hat damit nichts zu tun. Es geht um den Ragazzi-Mord. An sich wurde die Sache von der Staatsanwaltschaft schon vor 2 Jahren abgeschlossen. Wie Sie alle wissen, zu unserer Zufriedenheit. Nur Herr Köster hält die Sache für noch nicht erledigt. Er hat sie scheinbar zu seinem Hobby gemacht und stochert bei jeder Gelegenheit darin herum. Damit stiftet er nicht nur permanent Unruhe auf dem Markt, sondern könnte auch dank seiner beharrlichen Dinglichkeit auf den wahren Sachverhalt kommen, woran wir nicht interessiert sein können. Unser Freund Nolle wird Beziehungen zu Köster aufnehmen. Er wird versuchen, ihn auszuhorchen und uns dann informieren. Vielleicht können wir so Einfluss auf die Weiterentwicklung von Herrn Kösters Freizeitbeschäftigung gewinnen. Er und Köster sind in eine Schulklasse gegangen. Es genügt ja schon, wenn er ihn auf andere Gedanken bringt. Das ist so eine Art Ziehsohn von ihm und sein engster Mitarbeiter. Auch ein Bulle. Interessant für uns ist aber nur Köster. Sollte Walter Nolle keinen Erfolg haben, ich meine mit seinem Einfluss auf Köster, müssen wir uns was anderes überlegen. Dafür ist Dottore dann zuständig. In 4 Wochen dürfte alles organisiert sein. Dann können wir uns zurückziehen und die Arbeit hier unseren Beauftragten überlassen. Wenn ich Sie jetzt bitten dürfte. Wir haben noch einiges zu besprechen. Ja, Ihrem Bruder wird nichts passieren. Ich habe mich dafür verbürgt. Ja, dann wollen wir den Ding mal ins Gesicht sehen. Good morning, this is Delta, India Echo, Bravo Uniform, Piper at stake from Düsseldorf. We are turning final for runway 25, over. Delta, India Echo, Bravo Uniform, you are clear to land. Runway 25. Abstellposition am Flughafen, Häuschen. Wird gemacht, Bruder Herz. Weiter. Menschenskind. Walter. 40 Jahre.
40 Jahre haben wir uns nicht gesehen. Unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Wenn es schön gewesen ist, ist es Mühe und Arbeit gewesen. Und es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Psalm 90, Vers 10. Du wolltest morgen kommen. Ja, du, ich konnte nicht morgen. Ich habe morgen Dienst. Weißt du, ich habe zufällig heute frei, da war ich in deiner Drogerie und da sagten die mir, du wärst hier. Mensch, war dann vor 40 Jahren. Weißt du noch, Werkunterricht, Flugzeugmodellbau. Weißt du noch, dieses Synthetico und dieser Klebstoff, den man nicht vom Finger wegbekam. Und jetzt fliegt er selbst, Herr Walter. Sag mal, hast du eine eigene Maschine? Nein, das kann ich mir nicht leisten. Na, ich auch nicht. Du, schau, habe ich dann Abzug machen lassen? Das habe ich eingerahmt und das schenke ich dir. Hier. Weißt du, wer das ist? Das bist du! Walter Nolle, so schön waren wir mal. Guck mal, das bin ich. Und hier der Kleine da. Kennst du noch? Das war, den hat man König Wurzelkraus, der war aus dem Odenwald. Der ist ja gefallen bei der Chef. Schenke ich dir. Ja, danke. Ja, in 5 Minuten werde ich abgelöst und muss ich leider gehen. Naja, das ist blöd von mir. Ich hätte dich vorher anrufen sollen. Ja, in dem Fall wäre es besser gewesen. Du sag mal, kennst du den noch? Nee. Sag mal, hast du nicht einen Kaffee für mich? Das ist so ungemütlich bei dir. Nee, leider. Und hast du eine Kaffeemaschine? Ja, aber wir haben keinen Kaffee mehr. Und so. Außerdem muss ich ja gehen, wenn die Ablösung kommt. Du wärst denn das mit dem Hut? Das ist ein Schmuckhändler aus Düsseldorf, der landet öfter hier. Und der andere? Das ist ein Pilot und ein Bodyguard. Ja, so Zeug für 2 Millionen haben die immer bei sich. Das ist ja allerlei los bei euch. Ja. Und wer ist das hier? Das ist der Pfeifer, ey. Der mit 3F, du. Nannten wir mal die Pfeife, der ist auch gefallen bei Vjasma. Du sag mal, den Schmuckhändler, kennst du den besser? Wieso? Ja, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, wie war denn der Name? Wie heißt denn der? Herrgott, mein Namensgedächtnis. Naja, das macht ja nichts. Du weißt was? Ich komme andermal wieder, du hast jetzt zu tun. Ja, so war es nicht gemeint. Das macht doch nichts, weil ich ruf dich an. Ja, ruf dich vorher an. Ja, ist gut. Ja. Ist das nicht der? Da ist doch Köster, verdammte Scheiße. Und jetzt? Naja, das kann nur der Chef entscheiden. Doch nicht übers Autotelefon. Bist du verrückt? Er war viel zu früh da. Einen Tag zu früh. Und Ulica... Hat er ihn gesehen? Ja, ich kann niemanden erreichen. Dottore, machen Sie doch was. Thank you.
Chance, gib Gas. Okay. Bitte tausendmal um Entschuldigung. Hoffentlich ist Ihnen nichts passiert. Sagen Sie mal, wie ist denn sowas möglich? Sind Sie betrunken oder haben Sie schlechte Reifen oder was ist? Nein, nein. Wir sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Mein Bekannter wurde plötzlich schlecht. Entschuldigen Sie. Es tut mir wirklich sehr leid, aber mir ist plötzlich... Entschuldigung. Verzeihung, ich sehe gerade, Sie haben ein Autotelefon. Vielleicht könnten Sie einen Notarzt rufen. Notarzt? Ja, das wäre. Hände hoch, Bulle! Auf die Tür! Komm, komm, beeil dich. Hände auf den Rücken. Tempo, 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 Tempo. So, komm hier, komm, steig ein. Manöver oder was weiß ich. Aber nicht angenommen, dass die auf uns angesetzt sind. Die schießen schon nicht. Ja, sicher nicht. Aber Funk haben die. Ruhig, Jungs. Ganz ruhig.
Weißt du, wer das ist? Nein. Ulitzer. Stefan Ulitzer. Ganz große Nummer in der Drogenszene. Wer verrückt. Der sucht seit 2 Jahren Interpol. Vermessen anzunehmen, dass das Heroin ist. Die Vermutung drängt sich geradezu auf. Ja, dann bitte doch mal die Kollegen vom Rauschgift dazu. Mach ich. Martin! Und versuch noch mal Köster zu erreichen. Das hier interessiert ihn bestimmt. Also, meine Herren, wie war das jetzt? Wir haben gesehen, wie 2 Leute von dem blauen Auto. Vom blauen Auto? Zum Geländewagen. Zu dem Geländewagen. Aber Sie haben doch 3 gesehen, ne? Es waren 3. Einer stand hier schon am Geländewagen. Saß der vorher drin? Oder war der? Ich weiß nicht. Wir kamen ja schon mit Fenster her, da war er schon hier. Was hatte der an? Wie war der so in etwa angezogen? Er hat einen langen schwarzen Mantel. Lange schwarze Mantel. Sie angerufen? Ja. Da sind halt immer so komisch gepiepst. Gepiepst, ja. Vielen Dank, meine Herren. Ja. Auf sitzen, Afrika. Unser Rauschgift ist unterwegs, mit allem, was Beine hat. Ah ja, den kenne ich auch. Das ist Nolle. Helmut Nolle. Mit dem hatten wir auch mal zu tun, vor ein paar Jahren. Weißt du, was das Ganze ist? Ja, der Anfang von einem Bandenkrieg ist es. Köster ist verschwunden. Was soll das heißen? Meier 2 hat seinen Wagen gefunden, nicht weit von hier im Straßengraben. Und Köster ist weg, einfach verschwunden. Möglich. Wann ist der angekommen? Ja gut, bis dann. Du, meine Mutter hat mir gerade gesagt, dass mit der Post ein Brief angekommen ist. Ich bin entlassen. Na klar, der Laden übersteht den Drogeriemarkt gegenüber nicht. Ja, dann bist du doch auch dran. Tja. Herr Nolle! Herr Nolle, ja, meine Mutter hat wieder. Aber ich... In unmittelbarer Nähe des Manövergeländes eine Schießerei statt. Auf dem Weg zum sogenannten Moosweiher wurde ein durch Beschuss beschädigter Lieferwagen mit der Autonummer M-VH696 gefunden. In dem Wagen lagen 2 Tote. Wer in diesem Zusammenhang irgendwelche Beobachtungen gemacht hat, möchte sich bitte melden. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeistelle entgegen. Wie ist das nun? Kommt dein Bruder heute zum Abendessen? Walter, was ist mit dir? Walter, sag doch was. Ich muss nur mal weg. Mein Gott, was ist? Ich muss nur mal weg. Wohin denn? Ich muss noch mal zum Flugplatz. Mein Gott, Herr Nolle, Sie... Ich hab jetzt keine Zeit. Sie hätten doch mit mir reden können, wenn Sie mich entlassen wollen. Herr Nolle!
hat ihn überhaupt zuletzt gesehen? Das heißt zuletzt, ich habe ihn heute früh gesehen. Und? Er hatte plötzlich frei, weil ihm der Termin in der Staatsanwaltschaft platzte. Ja, und? Nix und. Dann ist er weg, oder was? Ja. Ja, da... Da wird er doch... Wird er doch irgendwas gesagt haben. Er fährt einen alten Freund besuchen, hat er gesagt. Einen alten Freund? Einen Klassenkameraden. Also was jetzt? Einen alten Freund oder einen Klassenkameraden? Einen Klassenkameraden? Die Zentrale hat gerade durchgerufen. Was von Köster? Nee, wegen Nolles Bruder. Mensch, lass mich doch jetzt mit Nolles Bruder in Ruhe. Okay, okay, mich interessiert das sowieso nicht. Ich dachte nur, ihr wolltet das wissen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ihr müsst mir schon sagen, woran ihr gerade arbeitet. An dem Fall Köster oder an eurer Rauschgiftschießerei? Entschuldige. Also, was ist mit Nolles Bruder? Gar nichts. Die haben bloß durchgegeben, wo er wohnt. Hier. Fahr du zum Waldweg zurück. Wir fahren da mal hin. Entschuldigung. Zu lila, da ist zu viel lila drin. Haben ja, dann können wir natürlich den Negeres. Das ist ein bisschen heller, aber ist in diesem. Grüß Gott. Entschuldigung, kann ich bitte Herrn Nolle sprechen? Der ist nicht da. Kriminalpolizei, kann ich jetzt bitte Herrn Nolle sprechen? Aber der ist wirklich nicht da. Moment mal. Guten Tag, Heimann. Guten Tag, ich bin Margarete Nolle. Was wollen Sie? Ich möchte Ihren Mann sprechen. Ach, der ist im Moment auf dem Flugplatz. Auf dem Sportflugplatz. Er hat dort zu tun. Um was geht es denn? Das wollte ich ihm gern selbst sagen. Ach, bitte können Sie es mir nicht sagen. Der Bruder Ihres Mannes, Helmut Nolle, ist erschossen worden. Erschossen? Ja, es tut mir leid. Ja, was ist? Zu Hause ist er nicht mehr gewesen seit heute früh. Ich hatte seine Putzfrau an der Strippe. Sie hat Köster vor 4 Tagen zum letzten Mal gesehen. Würden Sie bitte Ihren Mann ausrichten? Er möchte sich bei uns melden, wenn er zurückkommt. Ich werde es ihm sagen. Ja, okay. Moment! Mein Mann hat mit einem Herrn Köster telefoniert. Ja? Wann? Vor 3 Tagen. Aber Sie kennen diesen Herrn Köster nicht persönlich? Nein. Worum ging's? Ach, ich habe nicht zugehört, aber ich habe mir den Namen gemerkt. Aber ich glaube, Sie wollten sich verabreden. Verabreden? Aber mit Bestimmtheit kann ich das nicht sagen. Eine Frage noch. Hat Ihr Mann Kontakt mit seinem Bruder? Der Bruder meines Mannes war sehr viel unterwegs. Aber sie haben sich ab und zu getroffen. Meist auf dem Flugplatz. Ja, vielen Dank, Frau Müller. Ja, meinst du nicht, wir sollten vielleicht... Warte zum Flugplatz, ich fahre ins Präsidium. Was ich? Noch was. Ja. Komm nicht ohne was. Autoschlüssel. Ja. Was machen wir denn jetzt? Das Pulver wird ja im Labor untersucht. Ja, können wir im Augenblick nicht tun. Wir nicht? Ihm wäre bestimmt mal was eingefallen. Nolle ist auf dem Flugplatz nicht wieder aufgetaucht. Aber die Kantinenpächterin hat ihn und Köster am Vormittag zusammen gesehen. Und den blauen Lieferwagen, den hat sie auch gesehen.
Hier, Start- und Landebuch habe ich gleich mitgebracht. Es gab nur eine Landung am Vormittag. Das Foto von ihm hat mir seine Frau gegeben. Gib das der Fahndung. Sag mal, Martin, da war doch was. War was? Im Schreibtisch. Für so einen Fall hat er nämlich mal einen Briefumschlag hinterlegt. Ja, ja. Das war im Zusammenhang mit der Groban-Sache. Herrn Hartung, bitte. Ja. Ja, ist nicht da. Dann komme ich gleich rum. Danke. Ja, danke. Liebe Kollegen, für den Fall, dass man euch mit mir und meinem Leben erpressen will, lasst euch nicht drauf ein. Das hat zwei Vorteile. Erstens strengt ihr euch mehr an, die Leute zu finden. Zweitens wird im schlimmsten Fall meine Pension gespart. Das ist ja heutzutage auch ein Aspekt. Euer Köster. Haben Sie eine Klingel? Wenn Sie mal müssen. Okay. Eine Vase mit Blumen hätte ich noch gerne. Köster. So, alles okay. Naja, mehr sagt er nicht. Bleib vor seiner Tür. Bei dem weiß man nie. Du musst verrückt gewesen sein. Was ich hier tun soll, ich konnte dich nicht mal mehr erreichen. Hätte ich gleich durchs Autotelefon, das ist eine fabelhafte Idee. Einen Bullen kidnappen. Und ausgerechnet Köster. Ich hatte leider keine Wahl. Er wäre direkt in unseren Überfall hineingefahren. Du wärst ja der Erste gewesen, der mir die Rübe weggeputzt hätte. Ja, wenn es dazu noch gekommen wäre. Herr Köster schießt nicht schlecht, habe ich mir sagen lassen. Und Walter Nolle ist auch weg. Mistverdammter. Na gut. Wir werden was draus machen. Du holst für heute 23 Uhr unsere fünf Verteiler zusammen. Hierher. Zahlung in bar, versteht sich.
3,6 Millionen. Du willst doch wohl nicht von dem Apparat telefonieren. Natürlich nicht. Also ich gehe jetzt. Nein! Wallmann geht. Sir? Na, jetzt kriegt die Sache ja halbwegs Gesicht. Ich besorge was zu essen. Finden Sie? Was ist das für ein Gefühl für einen Polizisten? Genauso wie für Sie, wenn Sie ich wären. Was waren denn das vorhin für Schüsse im Wald? Wir haben nur ein bisschen geübt. Tja, wir haben sie hier gar nicht eingeplant. Und es geht auch so. Abwarten. Das Beste, was Sie tun können. Wenn was schief geht, benutzen wir sie als Geisel. Sie sind doch ein wertvolles Tauschobjekt. Und wenn nicht? Sie haben doch Fantasie. Interessant. Das war ein teurer Spaß für Sie, das kann ich Ihnen sagen. Also sollten Sie sich einen Tausch wünschen. Aber viel Hoffnung kann ich Ihnen nicht machen. Unsere Vorhaben sind gut durchdacht. Welche Rolle spielt denn der Walter Nolle bei Ihnen? Tja, Nolle. Er rennt jetzt durch die Stadt und weiß nicht, was er machen soll. Er will Rache nehmen an mir, wegen seines Bruders. Aber... er ist kein Profi. Und das weiß er. Du sollst nicht horchen, wenn der Chef da drin ist. Ihr arbeitet ja ganz nach Vorschrift, mein kleiner Rolli. Schöne Grüße von Oma. Sie lässt sagen, die Tulpen sind angekommen. Es sind 23. So unbezahlt? Hab ich. Ich gehe. Ja?
Hier ist der, hier spricht der Portier. Es sind zwei Herren hier unten in der Halle, die Sie sprechen möchten. Ja. Augenblick. Entschuldigen Sie bitte, die Herren, die möchten nicht raufkommen, sondern Sie bitten Sie, runterzukommen. Kann das nicht eher sein? Aha. Das sind 10 Minuten, ja. Danke. Dieses hübsche kleine Ding zielt genau auf Sie. Sie gestatten. Was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Sie sind doch wirklich ein Stümper. Kommen Sie, durch die Halle. Aber nicht zu schnell. Na komm. Das hier ist unsere einzige Chance. Funktioniert natürlich nur dann, wenn Sie das Heroin hier verkaufen wollen. Wir sind auf die Anschlüsse von 2 Verteilern geschaltet. Ah ja, von dem einen wissen wir mit ziemlicher Sicherheit, dass er ein Großdealer ist. Aber das sind nur 2. Von wie vielen, die in Frage kommen? Wenn ich das wüsste, mein Lieber. Ach ja, eine der beiden Schaltungen ist neu, von vorgestern. Ja. Ja, und was ist, wenn die das Zeug woanders verkaufen? Dann weiß ich auch nicht weiter. Köster hätte... Köster hätte, ich weiß. Ja? Schöne Grüße von Oma. Sie lässt sagen, die Tulpen sind angekommen. Es sind 23. 23? Ja, 23. Na bitte, das war Balek. Von dem wissen wir genau, dass er dealt. Was heißt denn das im Klartext? Ganz einfach, das Heroin ist angekommen. Abholen heute Nacht, 23 Uhr. Tja, jetzt dürfen wir Balek keine Sekunde mehr aus den Augen lassen. Spezialeinsatzkommando wird auf Abruf gesetzt und wir hoffen, dass es uns auf den richtigen Weg führt. Ich gehe mit. Ja, und was mache ich? Beten. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Ja, mach ich. Ich bin im Büro. Tut mir leid. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist ja ein Ding. Was ist? Ich komme gerade aus dem Labor. Stell dir vor, das Heroin ist gar kein Heroin. So. Jetzt fehlt uns nur noch, dass die Dealer keine Dealer sind. Dann sehen wir Köster nie wieder. Dann sitzen wir nämlich auf einem ganz falschen Dampfer. Das glaube ich nicht. Der Labormensch hat noch gesagt, das Pulver sei sehr dazu geeignet, Heroin vorzutäuschen. Köster, ich habe noch was gut bei dir. Du hast bei mir gar nichts gut. Du bestimmt nicht. Du hast mich als Junge immer verprügelt. Das ist doch gelogen. Ich habe überhaupt niemals jemanden verprügelt. Aber es wäre vielleicht besser gewesen, wenn man dich verprügelt hätte, du.
Die haben meinen Bruder umgebracht. Und du? Haben sie dich hier reingesteckt, damit du mich aussorgst, ja? Ich wollte ihn rächen. Aber denen bin ich nicht gewachsen. Um was geht's hier eigentlich? Um Heroin, nicht? Ja. Heroin. Bitte hilf mir. Kannst du mir mal sagen, wie ich dir helfen soll? Ich würde es auch nicht tun. Ein Hörspiel. Die zwei sind schon da. Guten Abend. Guten Abend. Darf ich? Ich bin nicht misstrauisch, sondern... Was bist du dann? Wir sind überhaupt beide eine Stunde zu früh dran. Wieso eigentlich? Ich komme immer zu früh. Weil er nicht misstrauisch ist. Wir kommen zum ersten Mal ins Geschäft und da muss ich wissen, wie gut der Stoff ist. Das ist bei uns nicht üblich. Das ist ganz normal. Die Spielregeln machen wir, falls du das verstehst. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Lass mich mal nachdenken. Alles erledigt. Drei telefonische Reifen, zwei direkt. Zwei ganz Schlaue sind sogar schon da. Geh nach oben. Lass Rolli nicht allein. Er sollte nicht zu viel telefonieren, verdammt nochmal. Er bringt noch 40 Pfennig zurück. Da. Na, passt du schön auf? Drei fehlen noch. Richtig. Drei Stück. Eins, zwei, drei. Mein Gott, ist das süß. Naja, sind auch sechs Stück. Walek. Es geht los, Leute.
ich muss Heimann verständigen. Tun Sie das. Vorher hast du uns ein Gedicht vorgetragen. Das konntest du. Ich glaube, das war von... Von Goethe. Lenk nicht ab. Warum hast du mich angerufen? Und später... Was später? Wie wir beide unsere erste Flasche Schnaps aufgemacht haben. Ja, mit der Zahnbürste. Mit dem Stiel von der Zahnbürste, die haben wir in den Korken reingedrückt. Und da wollte ich sterben. Das kannst du jetzt eventuell nachholen. Warum hast du mich angerufen? Darüber möchte ich nicht reden. Viel Zeit hast du nicht mehr. Du hast dich doch immer vor denjenigen gestellt, dem Unrecht geschieht. Ja, das tue ich auch heute noch. Aber vor dich würde ich mich nicht stellen. Auch wenn ich könnte. Nee, das würde ich nicht. Schickohr. Ja? Ich mache mir Sorgen. Nanu, du hast ein Problem? Du bist gut dran. Dein Gesicht kennt Köster nicht. Meins hat er gesehen und das von Dottore. Ich meine, wenn was schief geht und wir uns freipressen mit Köster, dann... Dann bin ich dran. Früher oder später. Ja, dein Gesicht ist dein Problem. Ronny. Du. Ich habe wirklich gebetet. Tja. Was wir jetzt noch brauchen, ist Glück. Du kannst ruhig anfangen. Er soll das Dings wegtun. Tu das Dings weg. Und der auch. Dottore.
Siehst du? Jetzt ist das nicht mehr nur mein Problem. Was? Ja, das mit dem Gesicht meine ich. Für dich wäre natürlich, wenn ich... Wenn du mich verhaften würdest. Danke, meine Herren. Festgemacht hier. Den Schlüssel hat so ein Kleiner mit so einem Hängebart da, so ein Komiker da draußen. In den Taschen ist das Heroin. Und die kamen mit der Chesna aus Düsseldorf. Und der Herr und sein Bruder, die wollten das Geschäft alleine machen.